Jo, dann wollen wir doch mal die Fabriken bauen. Oder habe ich da schon was vorbereitet? Nö, habe ich nicht. Dann bau bitte... Erstmal drei Fabriken. Eine Sache, die ich mir zwischenzeitlich noch überlegt habe. Also ja, wir hätten genug Forschungstränke für... die Waffengeschichte. Aber Substations... Weil je später ich die Substations baue, desto mehr werde ich umbauen müssen. Das ganze Konzept war eigentlich gar nicht umbauen zu müssen. Deswegen habe ich das hier alles gemacht. Ja, müssen wir gucken. Es wäre da, es würde nur 100 Science Packs kosten und gut ist. Alternativ. Ja, die ganzen Sachen brauchen wir eh erstmal nur grün. Grün. Ja, alles grün. Ja, dann mache ich das so. Ist beschlossene Sache. Ich werde jetzt, sobald das da durch ist, wenn es denn irgendwann mal durch ist, ja, erstmal die Substations bauen. Also forschen, dann bauen. Danach haben wir nämlich die zwei, drei Forschungssachen für Military, die eh nur grün und rot brauchen. Und derzeit kann sich hellblau wieder aufbauen. Das klingt soweit gut. Mach doch mal da und da. Wahrscheinlich wieder ein total falsches Muster. Und ich hätte gerne Kisten. Grüne Chips vorrätig? Haha. Nein. Nicht wirklich. So, und hier nehmen wir einfach Shift R, Shift L, Shift L. Und bei den Kisten. Ich hätte die blauen Kisten zuerst machen sollen. Bei den blauen Kisten kann ich es halt auch ganz normal rüber kopieren. Das Ding steht hier immer noch. Ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich hätte mir vorgestellt, wir bauen einen Roboter. Wir bauen einen Roboter. Und das ist dann ein muskelbepackter Riesenroboter. Und der macht irgendwie alles super toll, super schnell. Dass wir hier jetzt mit 40 Trantüten durch die Gegend juckeln, ist nicht der Plan gewesen. Ich hab das vollkommen überschätzt, das Ganze. Also Geschwindigkeit und wie viel sie tragen können und so weiter. Ich bin da halt die ganzen Roboter gewöhnt gewesen aus der letzten Staffel. Das ist ein krasser Unterschied. Aber gut. Shift. Wo bist du? So, du brauchst den noch Kupfer, ne? Kupfer. Du stehst da völlig falsch. Du stehst da auch völlig falsch. Lalala. So. Das ist die letzte rote Kiste, da ist die letzte rote Kiste. Gut. Ärmchen, die brauchen alle schnelle Ärmchen. Warte mal, schnelle Ärmchen haben wir jetzt doch, ne? Da, gib mir, wenn auch nicht viele, aber trotzdem genug. Warum? Genau. So, da raus, da rein, da raus, da rein und Strom. Ist doch alles noch eine Robo-Abdeckung. Wir haben nämlich genug Roboter. Wir werden jetzt eine ganze Weile nicht genug Roboter haben. Ja, gut. Also, wir bräuchten eigentlich grüne Chips, um rote Engines herzustellen, um neue Roboter herzustellen. Richtig? Richtig. Wo kann ich jetzt grüne Chips ausfahren? Also momentan werden sie ja produziert und sie werden sofort verarbeitet. Zum Beispiel hier. Dann hier, aber hier lagert sich auch nichts ein. Wo landen die alle? Also ja, sie werden auch zu roten Chips verarbeitet, theoretisch. Irgendwie. Bei den Ärmchen werden auch welche verarbeitet. Pausieren wir mal. Kann nichts pausieren. Das ist echt ärgerlich. Einfach totschmeißen. Einfach totschmeißen. Das ist die beste Taktik, denke ich. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen bedienen. Ich werde jetzt die Maschinen unterstützen. Ähnlich wie in der, ich glaube in der zweiten Staffel war das. Da hatte ich ja auch angefangen mit den Robotern. Die sind am Anfang nicht so wirklich in die Puschen gekommen. Deswegen bin ich halt immer rumgelaufen und habe dann ab und an mal so ein paar Sachen reingeschmissen. Und dann ging das gleich viel schneller alles.
Und die Roboter sind halt entlastet und alles ist gut. Du hier Kupferplatten, du hier Kupferplatten. Könnt's auch einfacher machen und direkt hier 200 reinschmeißen, hm? Jo. Geht gut. Gib mir mal noch mehr von allem. So. Also Drahtkiste. Hau da 800 rein. Das heißt, es werden eine Zeit lang keine Roboter da hinfliegen müssen, weil, ne? Ist genug vorhanden. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Und da auch nochmal. So, die Kisten sind schon mal soweit okay. Kupfer. Kupfer kommen zu der Chip-Geschichte. Das heißt, wenn ich hier jetzt ganz viel Draht reinschmeiße, müssen auch da keine Roboter mehr fliegen. Allerdings haben wir eine zweite Chip-Fabrik. Da machen wir das Ganze nochmal. So, dann kriegst du auch noch Eisen, ob du da nicht meckerst. Du kriegst auch noch Eisen, ob du da auch nicht meckerst. So, jetzt müssen die Roboter eigentlich schon fast nichts mehr zu tun haben. Jetzt sehen die Roboter anders. Ist ihr gutes Recht, ja. Was transportieren sie jetzt? Sie transportieren jetzt Ärmchen, grüne Chips und Eisenzahnräder. Mal alle Eisenzahnräder, die du hast. Mal alle Eisenzahnräder da rein, alle Eisenplatten da rein. Das ist gut. Fließbänder hat auch einen riesen Vorrat, richtig? Wie? Was? Wir hatten einen riesen Vorrat, ja. Was zur Hölle? Ah, okay. Verteil das mal ein bisschen. Ja, schön und gut, dass du da ganz viele hast, aber wenn der hier gar keine hat, ist ein bisschen unfair. Die brauche ich auch nicht mehr. So. Das läuft zu weit. Du hast schon 20. Ihr habt alle relativ viele. Ja, staut sich einfach nur. Ja, okay. Aha, ich hab's geschafft. Durch meine eigene Hände Arbeit habe ich es geschafft, die Roboter zu entlasten, sodass wir jetzt keine volle Auslastung haben, was eigentlich total doof ist. Yay! Gib mir grüne Chips. Bau jetzt einfach selber grüne Chips. Könnte ich alle mal. Du Roboter, gib mir Ressourcen. So. Apropos Ressourcen. Ich hatte vor ein paar Folgen gesagt, dass ich die Dinger hier ersetzen wollte. Hatte ich auch mit angefangen. Es gab ein kleines Smog-Problem, das immer noch besteht. Deswegen ich eigentlich schnell auf Military wollte, ne? Naja, das ist alles, ja. Wobei, das könnte echt eine Lösung sein. Ich baue jetzt doch mal mehr Labs. Nicht, weil ich sie alle auslasten kann später. Muss ich auch gar nicht. Kann sie auch wieder abreißen. Der Plan ist jetzt dahinter eher, dass ich die Dinger aufstelle, nur um die Military-Sachen schnell zu erforschen. Weil die brauchen alle nur rote und grüne Tränke. Also ist alles kein Problem. Und so kriegen wir die Forschung richtig schnell durchgeballert. Also die ganzen rot-grünen Sachen. Die kann ich dann alle hintereinander wegballern. Ballern, 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 ballern. Und wenn wir dann irgendwann zu der Phase kommen, wo wir wieder durchgehen, hellblaue Tränke brauchen für Forschung, dann kann ich die Hälfte von den Labs abreißen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und es ist gut, dass ich mich gerade nicht mit den Händen hab wedeln sehen. Das sieht echt komisch aus. Da. Ballern, Draht, wenigstens gutes weg. Habe ich gerade einen Roboter aufgehoben? Nein. Draht. Gib ihm Draht. Ja, hier, Logistik-Slots habe ich ja. Gib mir bitte. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber gib mir 200 grüne Chips, genau. Das lasse ich mal drin. Ja, das lasse ich mal drin. Da bin ich jetzt mal kackendreist. Mal gucken. Ich kriege ja ein paar ab. Wobei sich erstmal alle Requester-Chests füllen müssen, aber. So. Ja, hier wäre dann die nächste Reihe. Theoretisch. Da. Das wäre das Äquivalent zu dem hier. Und dann da jede Menge Kisten, wo wir wahrscheinlich keinen Stahl mehr für haben, weil ich Stahl immer noch in diesen komischen kleinen Öfen hier herstellen lasse. Anstatt sie irgendwie zu automatisieren, weil ich dann Ressourcenmangel befürchte. Was gar nicht so abwegig ist. Ja, hier. Unsere Eisenvorräte. Unsere glorreichen Eisenvorräte. Früher hatten wir
2x2 Felder große Kisten prall gefüllt mit Eisen und Kupfer. Ja, damals. Aber das kriegen sie auch schon wieder hin. So, so und so. Bauen nochmal welche. Die brauchen keine schnellen Ärmchen, nö. Was machen wir? Oh, die Forschung ist endlich durch. Sehr gut. Erforscht bitte Electric. Nee, erforscht gar nichts. Erstmal müssen wir das hier aufbauen. So, dann machst du. Da, 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 da. Viel zu viele Kisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, viel zu tun. Macht mal. Ich hätte gerne erstmal das hier alles abgerissen. So, da kommen jetzt ganz viele Science Packs im Inventar. Ist aber nicht schlimm. Ich habe gerade irgendeine Stromleitung gekappt. Das ist schon ein bisschen irritierender. So, weg. Du bekommst jetzt hier. Ne, keine davon. Eigentlich rote Kisten. Müssen wir gleich bauen. Sammeln die alle mal auf. Gut, hör auf die. Ja, ich hätte es ahnen können, dass das Ärmchen das machen wird. Ist hier auch sein Job. Aber trotzdem. So, alles weg, alles mit, alles gut. Kisten brauchen ewig. Dann kümmere ich mich erstmal hier drum. Also, setz die Kisten dahin. Und die Kisten bekommen jeweils, wie viel Tränke machen. Was sind die ganzen neuen Oil Barrels? Wie viel Tränke machen wir denn mal? Nicht viele. Mach mal 20 davon. 20 davon. Und 10? Blau? Ja, okay. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Wir haben jetzt nur leider keine rote und grüne im System, weil ich sie alle dabei habe. Was sind echt nicht viele? Okay. Du bist mein System? Ja. Hau rein, hau rein, hau rein. Jetzt kommen sie angeflogen kurzfristig, damit es richtig gut verteilt ist. Roboter sind ausgelastet und ich habe keine neuen gebaut. Asche auf mein Haupt. Keine neuen. Aber wenigstens haben wir jetzt grüne Chips. Okay. Das heißt, ich laufe runter, mache die Engines, fange an Roboter zu bauen und schaffe dann hoffentlich in der nächsten Folge 10 Stück. Du brauchst bestimmt wieder Rohre. Komisches Ding. Ja, brauchst Rohre. Da. Brauchst Rohre, brauchst Stahl, brauchst Eisenzahnräder. Bist eine ganze Weile beschäftigt. Zweiter Roboport ist nicht drin. Nö. Noch lange nicht. Mehr davon. Wo ich gerade mal hier unten bin. Lubricant ist voll. Schweröl füllt sich. Leichtöl ist leer. Brennstoffblöcke habe ich gefühlt lange nicht abgeholt, aber es wird sich täuschen. Schwefelsäure ist okay. Batterien hätte ich gerne. Und dir fehlen die Fluxdinger. Hier hast du Fluxdinger. Hast du noch genug Eisen und Kupfer? Ja, gib mal kurz her. Wir haben da so... Naja, Engpass würde ich es nicht sagen, aber es macht keinen Sinn, da unten 400 Ressourcen liegen zu lassen, die man oben besser gebrauchen kann. Achso, und fang bitte mit der Forschung an von... Ta-ta-ta-ta, Research. Die Dinger... Ja, es wird schon hinhauen. Da... Grüne Chips. Du brauchtest zwei grüne Chips. Ein Engine, richtig? Da. Ja. Also es sind jetzt 38 drin, 21 davon. Das geht sich auf. Das kann ich so drin lassen. Das Einzige, was ich jetzt nachfüllen muss, ist gar nichts. Ja, die arbeiten nicht oft, aber schadet es nicht. Ja, ich könnte hier Eisenzahnräder runterbringen, aber das ist schon für die nächste Fuhre. Also die jetzige Fuhre an Robotern ist gesichert, das ist schon mal ganz gut. Forschung zieht sich, aber ist auch klar, wir haben noch nicht alle Dinger hier aufgebaut.
Dann machst du das Ganze hier jetzt nochmal. So. Dann brauchst du wieder Kisten.